Auch uns hier hat die Hitzewelle erwischt. Unsere Kulisse passt so gut wie wahrscheinlich nie zuvor zum heutigen Wetter. Richtig krasse Hitze hier drin. Aber bevor ich das schöne Wetter genießen gehe, gibt's jetzt erstmal Apps. So. Und zwar wird es heute ziemlich artsy. Ich habe zwei Spiele ausgesucht, die ich persönlich sehr schön finde. Der eine oder andere weiß ja, dass ich hin und wieder gerne mal irgendwie male oder generell künstlerische Sachen ganz cool finde. Und das erste Spiel heißt Bird Jumper und ist umsonst im App Store verfügbar. Auch wieder nur für iPad und für iPhone, aber nichtsdestotrotz. Moment. So rum. Na gut. Das Spiel ist eigentlich ziemlich einfach gestrickt. Es geht darum, Moment, wir starten es nochmal kurz neu. Es geht darum, wenn man runterfällt, im richtigen Moment auf den Bildschirm zu tippen und nicht wie ich jetzt einfach ins Leere zu fallen, sondern auf kleinen Vögeln zu landen, die einen dann wiederum hochkatapultieren. Zwischendurch, da fliegt gerade ein Luftballon, sehe ich. Die Luftballons kann man einsammeln und wenn man dann doch mal daneben trifft, ziehen einen die Luftballons nochmal hoch. So, probieren wir es eben nochmal. Bisher hat Yannick den Redaktions-Highscore in diesem Spiel gehalten. Aber ich liege ihm dicht auf den Fersen. So. Die bunten Hintergründe ändern sich übrigens immer, wenn man mal die Höhe wechselt oder einen bestimmten Punktestand erreicht. Ich finde das sehr schön. Mich erinnert das auch ein bisschen an Tiny Wings, was ja apptechnisch eine meiner wirklich liebsten Lieblings-Apps gewesen ist, weil die so einen hohen Wiederspielfaktor hatte. So, ja, jetzt sieht man es zum Beispiel, jetzt ist der Hintergrund türkis. Allerdings nicht, weil ich irgendwie großartig gut war, sondern weil ich einfach das Level neu gestartet habe. So, ja, jetzt geht's doch ganz gut. Also viel mehr Features hat das Spiel eigentlich auch nicht. Es ist einfach ganz nett anzusehen. Man hat diese Silhouette von dem Jungen und die ganzen Vögel. Und es ist einfach so eine kleine Entspannungs-App. Da kann ich gar nicht mehr viel zu sagen. Also sie ist halt eben umsonst und es ist wirklich ein sehr netter Zeitvertreib, gerade wenn man irgendwie mal unterwegs ist oder wirklich eine Minute oder zwei überbrücken will und nicht gerade 10 Minuten zocken will. Ich finde es einfach nur ganz hübsch und wollte es mal zeigen. Und weil die App wirklich so klein und so kurz ist, habe ich mir noch eine App ausgesucht. Und die ist auch ziemlich oder mindestens genauso artsy. Die heißt Odd Planet. Vielleicht kennt der eine oder andere sie, weil die App ist nämlich nicht mehr ganz so neu. Die gibt es auch fürs iPad und fürs iPhone, mittlerweile für 89 Cent. Als ich sie runtergeladen habe, also vor einer Woche oder so, war sie als App der Woche oder als App des Tages auch zwischendurch mal kostenlos verfügbar. Ja, wie gesagt, mittlerweile aber bei 89 Cent. Ich spiele jetzt einfach mal das Level an, in dem ich gerade war oder den Kapitelabschnitt und dann könnt ihr euch erstmal eine eigene Meinung drüber bilden. Also das Spiel ist erstmal sehr atmosphärisch gehalten und sehr dunkel. Oh. So. Ihr spielt im Prinzip ein Mädchen, das versucht, durch so eine mysteriöse und dunkle Welt durchzukommen. Kommt hier nicht eine Spinne? Da kommt die Spinne. Verstecken wir uns doch mal besser. Ah nein! Nicht bewegen! Sophia! Schleichen! Ich habe übrigens nicht so viele Steuerungselemente. Also ich kann nach links gehen. So, oh, geflogen. Ich kann nach links gehen, nach rechts gehen. Ich habe rechts unten dieser Kreis, das ist der Schleichbutton. Und dann habe ich noch meinen Springbutton, also mehr habe ich eigentlich nicht. Zwischendurch gibt es immer mal so aktive Elemente, die man bewegen kann, irgendwelche Baumstämme. Und ich glaube, spätestens hier wird der eine oder andere sagen so, oh mein Gott, das sieht doch aus wie Limbo. Ja, also die sind sich schon ziemlich ähnlich. Es ist auf jeden Fall von Limbo angehaucht, aber ich finde es besonders schön, dass es bunt ist. Limbo war ja schwarz-weiß und Odd Planet ist eher so ein buntes Spiel. Oh, jetzt hoffe ich, dass die Spinne mich nicht sieht. Schleiche ich mich bis zum nächsten Busch. Wo kommt die jetzt? Da. Hm. Okay, davon rennen. Los, weg. Oh, okay, sehr gut. Ja, wie gesagt, also ich finde es, obwohl es angehaucht ist, ein bisschen von Limbo, finde ich es schön. Die 89 Cent, finde ich, sind jetzt auch nicht gerade viel. Ich habe es noch nicht durchgespielt, habe aber gelesen, insgesamt braucht man ungefähr, ich will jetzt auch wieder nicht zu viele
Bilder zeigen, weil sich auch die Kulissen ändern, die Farbtöne ändern sich. Vorhin war ich eher in so einem... Oh, was ist das? Ich gehe mal kurz da weg. Vorhin war ich eher in so einer blau-gelben Kulisse, also immer aber sehr so düster und finster gehalten mit ganz vielen Tönen. Und selbst wenn man es ihm anmängeln wollen würde, dass es Limbo ähnlich ist, letzten Endes kostet Limbo 9 Euro und das Spiel kostet einfach 89 Cent und ist zum Mitnehmen und zum Unterwegsspielen. Also auf jeden Fall zwei sehr schöne Spiele zum Zeitvertreib für die nächste Woche, bis es dann das nächste Epic gibt. Und ich finde es gerade ziemlich heiß und gehe jetzt erstmal das gute Wetter genießen. Bis dann!